Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nämlich, dass es fast überall in Deutschland ja sonnig ist. Da geht das Herz auf. Die Sonnenenergie ist so wichtig für uns alle, für die Natur, für die Menschen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo viele das Gefühl hatten, dass die Dunkelheit überhand gewinnt, weil im Endeffekt ist sie nichts anderes als der Träger des Lichtes. Da, wo wir beim Thema wären, sind ja zwei, drei Sachen passiert. Und zwar Roger Waters, ihr könnt euch erinnern, ich habe ihn mehrfach erwähnt, in meinen Videos, in Nachrichten, die ich gebracht habe. Roger Waters, der Gründer von Pink Floyd, kommen wir gleich direkt drauf rein, darf ja nun in mehreren Städten nicht singen. Erinnert an ganz, ganz, ganz dunkle Zeiten, wo Leute ausgegrenzt werden aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Gesinnung. Aber ist aber normal, weil ich immer sage, wir leben nun in einer Gesinnungsdiktatur, ob wir wollen oder nicht. Können wir natürlich jetzt auch diplomatisch ausdrücken. Das ist eine Scheindemokratie, eine Demokratiesimulation. Interessant ist aber nur eins, dass er ein Beispiel ist. Ob es jetzt nun Roger Waters ist, der aus meiner Sicht mit das bekannteste Beispiel ist, der einfach nur seine Meinung sagt. Der ist nicht für Kriegen, der Mann ist für Frieden. Es gibt aber Leute, die möchten, dass das unbedingt geteilt wird. Wir hatten darüber gesprochen, über diabolisch von Diabalein, also auseinanderwerfen, trennen, teilen, also dieses teuflische Prinzip. Davon lebt ein Großteil dieser Welt und soll auch möglichst so bleiben. Funktioniert aber nicht. Die Logik dieser Menschen, ob es jetzt nun ein Wendler ist, ist jetzt für mich nicht so wichtig. Der ist bei RTL 2, ich frage mich sowieso, wer RTL 2 guckt, aber egal, überhaupt Fernsehen guckt, dass der seine Sendung dann nicht bekommt, da wird ein Riesentheater rausgemacht und immer wieder wird drüber diskutiert, darf nicht und Nena und dies. Ihr kennt das Spielchen ja. Jemand, der eine andere Meinung hat, wird ja überhaupt nicht akzeptiert in dieser Demokratiesimulation. Aber da wollen wir uns wirklich nicht drüber echauffieren. Wir wollen einfach mal den Moment genießen, die Schönheit, die Dankbarkeit, die Liebe, die existiert, weil es hat sich nichts verändert. Alle Menschen, die wirklich Weisheitslehrer waren, die Tatsache im Herzen Liebe rausgetragen haben, aus denen wurde Hass gemacht. Die Katharer, von denen sprach ich ja in meinem Buch Neo und Entschlüsse zur Freiheit, ja, einer meiner Lieblingskapitel überhaupt, die Katharer, waren Asketen, die Reinen, und die niemals irgendeinem Menschen was angetan haben, die wurden noch jahrhundertelang von der Kirche als Ketzer bezeichnet, die beim Teufel gebunden waren, obwohl sie komplett ausgerottet worden sind, bis zum letzten einzelnen Katharer. Für mich beeindruckend, man sagt ihnen nach, die hatten den Heiligen Gral, ja, wie gesagt, steht aber alles in meinem Buch, die es gelesen haben, wissen, was ich meine, Monseigneur, auf den Pyrenäen waren sie oben, und als man ihnen Ultimatum gestellt hat, dass sie abschwören von ihrem Glauben oder sie sollen, werden verbrannt, sind sie alle mit voller Begeisterung, Frauen und Kinder, ins Feuer gerannt, und das sind für mich wirklich Menschen, die ich sehr, sehr bewundere, muss ich jetzt mal sagen. Weil die letztendlich bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Aber nicht, was man uns einreden will, sind Verrückte, die jetzt andere mit umbringen wollen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Weil die andere Seite, ich sag mal, die dämonisch-teuflische Seite, lebt nun mal von der Teilung. Also, zurück zu Roger Waters. Die haben Probleme mit Roger Waters. Warum? Der Mann ist nicht nur schwer reich, der Mann ist ein Genie. Der Mann hat, wie gesagt, Dark Side on the Moon damals aufgenommen. Keiner wusste, was die da gemacht haben auf 432 Hertz. Kammerton mit einer Schwingungsfrequenz, mit der Mozart, Vivaldi und so weiter ihre Stücke auch aufgenommen haben. Und dieser Song war weit über 10 Jahre überhaupt in den USA die Platte vertreten. Das ist ein Geniestreich und keiner kann es erklären, warum, weil der Verstand kommt immer, so wie jetzt. Und da sagt man so ungefähr die Logik dieser Menschen, die alles hier verbieten wollen. Die sagen so, wir schlagen jetzt mit dem Hammer rauf, auf das Radio, damals hat man ja so auf den Radioempfänger, jetzt würde man sagen auf die Bose-Box, und dann ist der Song weg. Dann ist Dark Side on the Moon weg. Oder Another Break in the Wall, dann ist er weg. Ja, ist er denn wirklich weg? Wenn ich mit dem Panzer rüberfahre, 10-mal über die Bose-Box, über das Radio, ist er denn wirklich weg oder nicht? Das ist die Frage. Er kann natürlich nicht weg sein, weil Energie kann niemals, niemals verschwinden. Es wird immer nur umgewandelt in aller möglichen Formen. Wir selber können jederzeit abrufen, diese Energie in uns drin. Und das ist das Problem. Ich nenne die mal der Materialisten, weil die denken nur ganz primitiv in Materie. Obwohl wir wissen, dass so 99,99% alles aus leeren Raum und nichts entsteht. Und die holen die Lupe raus und gucken sich 0,1% an und fangen die an zu teilen. Und da rennen Leute rum, egal wie die alle heißen. Namen will ich gar nicht erwähnen. Wollen wir auch nicht erwähnen. Also die letztendlich alle das verteidigen. Dieses System, was auf Lug und Trug aufgebaut worden ist und immer noch versucht mit allen Mitteln das festzuhalten. Aber das funktioniert nicht, weil das Licht scheint einfach durch. Ihr müsst es nur erkennen. Das Licht erkennst du daran, weil
die Lüge immer offensichtlicher wird. Und wenn die Lüge offensichtlicher wird, dann ist es die Zeit für den großen Wandel, den wir alle lange ersehnt und erwartet haben. In diesem Sinne, schönen Resttag wünscht euch euer Heiko.